Wir machen schon so lange Videos, wir zwei, beziehungsweise mit unserem Team auch zusammen, dass wir mittlerweile das Gefühl haben, dass wir uns dazu zwingen, Videos zu machen. Und warum machen wir das jede Woche? Weil YouTube uns indirekt dazu zwingt. Denn lässt du mal eine Woche ausfallen oder kommt einfach mal etwas später, dann kann es sein, dass YouTube deine Videos gar nicht mehr zu deinen Zuschauern schiebt und die das gar nicht mitbekommen. Falls euch die Ausschnitte von gerade eben überhaupt nichts sagen, dann klickt mal auf den Link unten in der Videobeschreibung. Das waren gerade meine Kollegen Chan und Tenz von Apple War Pictures, bei denen ich selber im Team Mitglied bin. Und mit diesem Real Talk Video haben mir die beiden gestern quasi komplett aus der Seele gesprochen, denn die haben gestern auf YouTube das gesagt, was ich seit Wochen denke, aber mich nicht traue zu sagen. Ich selbst habe mich in den letzten Wochen auf YouTube dabei erwischt, wie ich mich dazu zwinge, irgendein Video zu machen, obwohl gerade entweder keine Zeit oder keine Idee da ist. Und das einfach nur, wenn man sonst als YouTuber vom Algorithmus in die Eier getreten wird. Bei Chan und Tenz ist das natürlich noch was anderes. YouTube ist deren Job. Die leben davon, ich nicht. Deswegen begeistert und verwundert es mich noch umso mehr, dass die beiden sich gerade eine Pause leisten können. Denn das kannst du als Vollzeit-YouTuber einfach nicht machen. Als Vollzeit-YouTuber musst du für einen geplanten Urlaub entweder vorproduzieren oder du musst so gut sein, dass es kein Juck, wenn du mal zwei Wochen nicht da bist. Nur was hat das Ganze jetzt mit mir zu tun? An meinem Channel kann man doch sehen, dass ich gar kein Vollzeit-YouTuber bin. Das ist zwar korrekt, aber ich arbeite ein bisschen mit YouTube. Die Leute, die mir auf meinen Social-Media-Kanälen folgen, wissen, dass ich gerade eine Ausbildung zum Mediengestalter mache. Und das habe ich nur Chan und Tenz und YouTube zu verdanken. Und das ist tatsächlich so, und das kann ich euch auch hier so sagen, dass ich YouTuber bin, gebe ich meinem Lebenslauf in meiner Bewerbung an. Und ganz ehrlich, das würde ich jedem von euch raten, der etwas in diesem Bereich machen möchte. Und dafür müsste nicht mal ein bekannter YouTuber sein. Und auch wenn es sich viele immer noch nicht vorstellen können, einen YouTube-Kanal zu führen, so wie Apple War Pictures ihn hat oder so wie ich ihn habe, in dem zwei Videos pro Woche produziert werden und das auch noch als Typ wie ich, der nebenbei noch jeden Tag 40 Kilometer zur Schule fährt und nebenbei noch irgendwo ein Real Life hat, da macht es halt irgendwann mal. Was ich jetzt mit diesem Video sagen möchte, ist, dass nicht nur wir, sondern wahrscheinlich auch viele andere YouTuber da draußen sich in letzter Zeit gezwungen fühlen, auf Druck Videos zu produzieren, damit es halt irgendwie läuft. Und ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber darauf habe ich keinen Bock mehr. Fickt euch, ich höre auf. Okay, nein, Spaß, ich höre nicht auf, okay? Ein schlechter Joke muss auch in diesem Video sein. Obwohl es zeitweise sehr, sehr stressig war, habe ich es 2015 dennoch sehr gut hinbekommen, für euch zwei Videos pro Woche hochzuladen. Ich habe mir auch vorgenommen, und das kann ich mir auch gut vorstellen, 2016 genauso weiterzumachen. Und das will ich auch über die nächsten Jahre noch genauso weitermachen, solange ihr meine Hackfresse halt noch sehen wollt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich schließe mich Chan und Tenz erstmal an und mache jetzt erstmal Urlaub. Am Freitag gibt es noch eine letzte Folge lustige Witze für dieses Jahr und nächste Woche werde ich hier noch ein Musikvideo hochladen. Dieses Musikvideo wird ein bisschen anders als die letzten beiden. Ich will auch noch nichts verraten, lasst euch einfach überraschen und schaut nächste Woche mal rein. Wenn ihr mal Bock habt reinzuschauen, für meinen Zweitkanal habe ich insgesamt 7 Let's Play Videos aufgenommen, die ich jeden Tag zwischen Weihnachten und Neujahr hochladen möchte. Nein! Ansonsten bin ich jetzt mal sehr, sehr auf eure Kommentare unter diesem Video gespannt und würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche. Haut raus!